Hier habe ich für euch das Lastenrad der Zukunft. Es ist das Cube Trike. Von Cube entwickelt in Zusammenarbeit mit BMW. Es ist quasi eine moderne Rikscha. Es ist nicht nur ein Lastenrad, es ist auch geeignet zum Kindertransport, wie ihr seht. Und es hat so ein paar Besonderheiten. Ihr habt hier ein E-Lastenrad. Ja? Also das heißt, es ist ein Bosch Cargo Line Motor drin, der euch entsprechend unterstützt, falls es mal schwieriger wird. Es ist ein großer 750 Wattstunden Akku drin, eine Enviolo stufenlose Nabenschaltung und ein Kiox 300 Display. Das ist so viel erstmal zum Antrieb. Aber das eigentlich Geniale an dem Rad ist, dass sich das eigentliche Fahrrad von dem Hinterbau hier so entkoppelt. Ja, das führt eben dazu, dass ihr auf dem Rad sitzend das gleiche Fahrgefühl habt wie auf einem normalen Fahrrad, aber hinten eben die Kids oder auch alles, was ihr transportiert, eben entsprechend sicher in diesem Kasten ist. Also stellt es euch so vor, Cube hat es geschafft, quasi den Kinderanhänger direkt ans Rad zu integrieren und das eben über diese spezielle Differentialtechnik, die sich hier unter dem Kasten befindet. Stichwort Kasten, der hat nämlich auch einiges zu bieten. Also wenn wir den mal aufklappen hier, zack, hat er jetzt nicht nur den Schutz für die Kinder, wenn ihr bei Wind und Wetter unterwegs seid. Hier habt ihr einen stabilen Kasten mit einigen Raffinessen, wie ihr seht. Und das Coole ist, wenn ihr mal jetzt keine Kinder transportiert, dann könnt ihr die Kindersitze einfach auf die Schnelle mal rausnehmen und habt hier eine riesige Ladefläche für Kassenwasser und was ihr sonst noch so einkaufen möchtet oder transportieren möchtet. Also ihr könnt dann auch im Zweifel mal mit dem Rad zum Baumarkt fahren und alles mitnehmen, was ihr braucht. Wenn ihr es zumacht, die Kids drin sind, dann hat es auch die Möglichkeit im Sommer, wenn es mal nicht regnet, hier entsprechende Belüftung einzustellen. Auch an den Seiten, die Seitenfenster könnt ihr komplett rausnehmen, sodass dann halt auch entsprechend für Durchzug nicht nur vom Motor her gesorgt ist, sondern eben auch die Kids entsprechend belüftet sind. Dann haben wir noch ein paar schöne versteckte Details. Ihr kennt das ja vielleicht, dass die Akkus inzwischen alle hier unten im Unterrohr integriert sind. Bei dem Cube Trike ist es ein bisschen anders. Ihr habt hier nämlich so ein kleines Staufach drin. Und jetzt fragt ihr euch natürlich, wenn hier nicht der Akku ist, wo ist er dann? Also der große 750 Wattstunden Powertube Akku, der versteckt sich hier hinten mit im Kasten integriert. Hier unten kann man den einmal rausnehmen und da kommt er schon, der große 750 Wattstunden Akku. Für alle, die auf der Suche sind nach einem Lastenrad für ja, alle Gelegenheiten. Also nicht nur Kindertransport ist hier wirklich super gelöst, sondern eben auch ja, Lasten, Einkäufe, alles, was man eben so braucht. Und für den Fahrkomfort gibt es natürlich noch eine einstellbare Federgabel, ordentliche, breite, stabile Felgen, inklusive einer Ballonbereifung, sodass ihr eben halt dann auch wirklich auf ruppigem Untergrund immer komfortabel unterwegs seid. Checkt das mal aus, das Cube Trike ist halt wirklich für alle, die ein richtig raffiniertes, gutes Lastenrad suchen und so ein bisschen was Besonderes brauchen.